Oh mein Gott, keiner hat Ahnung, wie kacke meine letzten paar Tage waren. Vorgestern habe ich Probearbeiten gehabt, habe eine übel schwere Aufgabe bekommen und dachte, oh mein Gott, keine Ahnung, ich komme an mein Leben nicht mehr klar. Dann habe ich eine Stellenzusage bekommen. Die Stellenzusage hat sich dann rauskristallisiert, dass die Stelle viel weiter weg ist als eigentlich geplant. Das kann man sich so vorstellen, wenn jemand sagt, Frankfurt am Main und Frankfurt am Inn. Ich weiß nicht, ob es das gibt, aber stell dir vor, das sind zwei verschiedene Orte und das war auch genau der Fall. Und die Stelle war fast ausgeschrieben. Danke nochmal dafür. Ich habe mich voll gefreut, weil die voll cool war. Aber egal. Genau, dann war ich noch beim Orthopäden. Zum Orthopäden ging es ja immer voll cool. Und dann hat er gesagt, ich brauche Einlagen in meine Schuhe. Hab dann die Einlagen gemacht. Der Orthopäde sagt was anderes als der Hausarzt. Und der, dem die so gemacht hat, sagt nochmal was anderes. Ich habe keine Ahnung, auf wen ich hören soll. Genau, kacke gelaufen. Genau, ich dachte, schlimmer kann der Tag nicht mehr werden, beziehungsweise die Woche nicht mehr werden. Einen Tag drauf hatte ich nochmal ein Telefongespräch wegen dieser Matheaufgabe vom Tag vorher und ein Vorstandsgespräch. Genau. Ich habe zuerst dann nach der Arbeit in meiner Mittagspause da beim ersten angerufen. Und ich meine, es läuft eigentlich alles ganz gut. Deutsch. Es läuft eigentlich alles ganz gut. Und ich war voll froh, alles läuft ganz gut. Dann hatte ich nur das zweite Vorstellungsgespräch zu Hause. Dann wollte ich nach Hause fahren. Auf dem Weg nach Hause überholt mich ein LKW im Überholverbot. Und ich blinke raus, weil ich ein kleines Fahrzeug, das vor mir fuhr, mit 20 km/h überholen wollte. Und ich fahre diesem LKW rein. Geil! Natürlich, was mache ich zuerst? Polizei anrufen, alles dauert Ewigkeiten. Ich hatte Kopfschmerzen des Todes. Genau. Hab dann das Auto noch nach Hause gefahren, weil die linke Autotür geht nicht mehr auf. Das Auto sieht aus, ich hätte Glück gehabt. Ich wäre wahrscheinlich fast dran gestorben, wenn ich ein paar Sekunden vorher wahrscheinlich noch früher gefahren wäre. Und genau. Jetzt habe ich ein HWS-Trauma. Ich weiß zwar nicht zu 100%ig, was das ist, aber ich weiß, dass ich ein bisschen verwirrt bin. Und ich weiß, dass ich Kopfschmerzen habe und mir schwindelig. Geil. Ja, wie kann es besser laufen? Ich weiß es nicht. Und ich werde es wahrscheinlich auch nie wissen. Und ich habe keinen Bock mehr. Mir reicht's. Also wenn das wirklich noch nicht das Worst Case war, also ich hoffe, das war's jetzt. Es reicht. Okay, es reicht, Guys. Es reicht. Ich bin so fertig.